Hallo Leute, ich mache ein bisschen Frühjahrsputz in meiner Ausrüstungskiste. Diesmal ist es keine Versteigerung, sondern Direktverkauf, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich habe hier ein paar Sachen, Uhr, Kamera und Messer etc., Taschenlampe, die ich euch sehr günstig anbiete. Die Sachen kommen so wie im Video beschrieben. Und wenn ihr Interesse habt, macht mir einfach eine E-Mail auf ca.blackforestghost@gmail.com. Das blende ich nochmal ein. Zu dem Verkauf, also zu dem, die Preise sind Festpreise und da kommt jeweils nochmal 4 Euro Versandanteil mit dazu. Ihr müsst 18 sein. Das ist wohl klar, sonst hat er nicht geschäftsfähig. Außerdem gibt es hier dann auch noch einen Dolch und zu verkaufen. Und da müsste sowieso 18 sein, das ist klar. Also gegebenenfalls mit Altersnachweis. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ja, kauft mal schön ein. Ne? Also, wenn ihr Interesse habt am Gegenstand, wie gesagt, am besten ein Kommentar. Ich möchte diesen und jenen Artikel kaufen. Dann sehe ich am Zeitstempel, wer das zuerst kommentiert hat. Und dann, wie gesagt, eine E-Mail auf meine E-Mail-Adresse bei Google. Also, fangen wir mal an. Wir fangen an mit einer echten Rarität und einem richtig geilen Teil. Das ist das Eskrima Fighting Knife. Und zwar auch noch aus der Hand von Pohl. Von Dietmar Pohl, dann zusammen mit Netzmar, Friedrich und Newman. Das ist ein Kampfmesser par excellence. Das wurde also extra fürs Eskrima entwickelt. Kommt in einer wunderbaren Hardcover-Scheide. Hier hat hier noch ein Taglock dran. Dann hier kann man es auch noch am Gürtel machen und anpassen mit Druckknopf. Dann haben wir hier eine wirklich geniale Dolchschneide. Hier und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten des Foregrips, ja, das richtig gut in der Hand ist. Hier sind zwei Fingermulde, wo sich das Messer sehr gut drehen lässt. Wir haben ein Schlagelement hinter. Das Messer hat leichte Gebrauchsspuren an Griff und an Klinge, die aber sehr minimal sind. Und der Funktion in keiner Weise irgendeinen Abbruch tun. Dafür gebe ich den auch extrem billig her. Also unter Sammler, wenn das jetzt ganz perfekt im Zustand wäre, sind die sehr, sehr teuer und gesucht. Ich gebe das her für, Achtung, 99 Euro. Schneide, 440er C-Stahl, hervorragend gehärtet, doppelt geschärft. Richtig geiles Design von Pohl und Kollege. Richtiges Raritätenschätzchen für Dolchliebhaber ein absolutes Muss. 99 Euro Böker EFK. Hier nochmal Zoom, Fokus in. Okay. So, das wäre der Böker EFK gewesen. Dann verkaufe ich etwas, mit dem ich schon einige Videos für meinen Kanal gedreht habe. Full HD Videos, eine Bridge Kamera, ganz tolle Nikon Coolpix P100, absolut neuwertig, kein Kratzer dran, nichts. Wenn wir das da lesen, 26-fach optischer Zoom, 10,3 Megapixel, 10 MOS mit Backside Emulation, bis zu 10 Fotos pro Sekunde, also Schnellschussfotos, wenn man so Sportaufnahmen oder Actionaufnahmen macht, das ist richtig schnell. Bei 10 Amps, ne? Saure Kameradeckung, gute Öffnung, also da ist sehr starker Lichteinfall, da kann man auch in Dämmerung noch sehr gute Fotos schießen. Und dann selbstverständlich hier, wenn man auf den Knopf drückt, ist ein eingebauter Blitz, schwupps. Stereo-Mikrofon, alles einstellbar, alles justierbar. Hier das Zoom und dann ganz toll ausklappbarer Bildschirm. Wenn man zum Beispiel mal auf einem Festival ist, dann kannst du das so über den Kopf halten. Ne? Hältst die Kamera über den Kopf und kannst hier unter dann reingucken. Kannst über alle weg fotografieren. Und dann hat sie
kannst du auch noch normales suchen, noch, wie man noch von der Spielreflex gewöhnt ist. Wenn man das, wenn zum Beispiel sehr sonnig ist am Tag, dann spiegelt das Display, dann siehst du was nichts, dann guckst du einfach ganz normal durch einen konventionellen Sucher. Spitze Kamera, war mal sehr, sehr teuer. HDMI-Ausgang, AV-Ausgang, Micro-USB ladbar, mit Speicherkarte drin. War mal richtig teuer, verkaufe ich für 79 Euro. Das brauche ich nicht sagen, dass das geschenkt ist. Wirklich neuwertig. 79 Euro, Nikon Coolpix P100. Dann haben wir die erste Uhr. Auch die ist absolut ohne Kratzer, absolut neuwertig. Die G-Shock Mudman mit Mondphase, mit Kompass, sehr guter Kompass, Tough Solar, also brauchst du nie Batterie kaufen, funkgesteuert, Alarm, Stoppuhr, alles mögliche drin. Ja, alles was man so braucht. Top Uhr kostet normalerweise 199 Euro, biete ich an im Sofortkauf für 129 Euro. Wirklich neuwertig. Casio Mudman. So, dann haben wir ein weiteres Messer. Das absolut ungebrauchte, nagelneue CRKT Clever Girl mit einem ganz tolle SK5 Kohlestoffstahl. Paraf 42A konform, weil unter 12 cm einseitig geschliffen. Ein wirkliches Hammerteil. Richtig schöne persische Klinge. Richtig genial. Absolut nagelneu, ungebraucht. Neupreis 129 für 99 Euro. Sofortkaufpreis geht das an euch raus. Traumhaftes Messer. Geiles Teil. Hält sehr gut in der Scheide, da wackelt gar nichts. Mit Techlock verschieden am Gürtel anzubringen. Entweder so oder schräg. Geiles Teil. So, dann habe ich eine Taschenlampe, die TK41C, die TK41 Color von Phoenix, absolut im Neuzustand, absolut kein Kratzer, nichts dran. Das Ding ist ein echter Suchscheinwerfer. Das Ding geht wirklich irrsinnig weit. Hat, da muss ich jetzt fragen, hat das 1000 oder 2000 Lumen? Ich tue euch die Spezifikationen hier jetzt einblende kurz. Das hat also Weißlicht, verschiedene Stufen, und dann hat es Rot- und Blaulicht und Rot- und Blaulicht-Blinkfunktion. Ein Hammerteil, läuft mit 8 AA-Batterie, also mit Batterie, die ihr günstig überall im Aldi Lidl bekommt. Und hat ein sehr gutes Holster dabei. Also meistens ist das so ein Shit-Holster bei Taschenlampe, aber das ist richtig geil. Das könnt ihr an Gürtel packen. Ne? Hier hat es einen Klettverschluss, einen anpassbaren. So ist sie im Holster. Am Mann. Richtig geile Lampe. Das ist ein Suchscheinwerfer, also echt. Die ist auch nicht ganz billig, aber bei mir bekommt er sie billig, nämlich für 49 Euro Sofortkaufpreis im absoluten Neuzustand. Und der fehlt nichts. Die ist tipptopp. 49 Euro TK41C von Phoenix. So, dann haben wir, was haben wir noch? Ah ja. Dann habe ich aus dem Test das hervorragende Survival- und Jagdmesser, kann man also auch als Jäger als Abfangmesser verwenden. Und zwar ist das Blend von Mr. Blade aus H12MF Stahl. Das ist D2 Stahl. Richtig geile Cordura-Scheide. Ja, mit Hartplastikeinsatz, da sticht nichts durch. Klickt gut, rastet gut ein, wackelt nichts. Hammer Klinge. Das ist ein echter Brecher, ne? Das ist ein halbes Schwert. Mit richtig bissigen Serrations, sehr scharfer, wunderbar schlanker Klinge. Das Einzige, was ich auch im Test gesagt habe, es hat, aber da muss schon wirklich extrem genau hingucken,
Die spitzt ja dann ganz, ganz minimale Bend nach rechts, aber der ist kaum sichtbar und tut der Funktion überhaupt keinen Abbruch. Es hat vom Test natürlich einige Gebrauchsspuren an Coating. Ansonsten ist das Teil absolut perfekt in Funktion. Das kostet normal 168 Euro. Bekommt ihr Achtung für 99 Euro hinterhergeworfen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Mr. Blade Bland für 99 Euro. So. Und dann haben wir noch last but not least die Casio G-Shock GWM 5610, ebenfalls absolut neuwertig, also das ist quasi neu, da ist kein Kratzer, kein Abrieb, kein gar nichts, weil die habe ich nur mal als Ersatzuhr, als Backup-Uhr gekauft für Survival. Die habe ich also vielleicht 1 oder 2 Tage getragen, die ist absolut wie neu, ist ebenfalls funkgesteuert, oder? Ja, Multiband 6 kann man an- oder abschalten, ist Solar, auch hier braucht er nie mehr Batterie kaufen. Ist G-Shock geschützt, ist für eine G-Shock relativ schlank. Was für die Leute ist, die viel mit Rucksack unterwegs sind. Na, wenn du da eine riesige fette G-Shock hast, bleibt man ab und zu dran hängen beim Rucksack an- oder abziehen. Das hast du hier nicht das Problem. Ja, hat Uhr, Datum, Timer, Alarm, Stoppuhr, alles. Richtig geiles Teil. Kriegt ihr bei mir für 69 Euro. Auch das ist geschenkt. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Freue mich auf eure Angebote. Bis bald, euer Black Forest Ghost.